Ist das Information? Oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja, einmal mehr willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Dem Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Gerald, hallo. Ich grüße dich und freue mich drauf. Gerald, wir schauen heute auf eine Meldung, die für viele Menschen von Belang ist. Und zwar geht es darum, wie unser Gehirn traumatische Erinnerungen verarbeitet. Da haben Wissenschaftler in New York festgestellt, dass diese Erinnerungen von traumatischen Erfahrungen völlig anders abgespeichert werden im Gehirn als ganz normale Erinnerungen. Was bedeutet das? Was macht das mit dir? Ja, ich kannte das schon. Und trotzdem habe ich mich über diese Meldung gefreut, weil es wichtig ist, dass immer mehr Menschen heutzutage erfahren können und sich auch vorstellen können, was eine schwere psychische Traumatisierung mit einem Menschen macht und dass das nicht so eine Belanglosigkeit ist. Und in diesem Artikel wird einfach nochmal herausgestellt, dass traumatische Erfahrungen so überwältigend sind. Also eine traumatische Erfahrung macht man nicht jeden Tag, sondern das ist eine lebensbedrohliche Situation, in der die betreffende Person mit all ihren Kompetenzen nicht mehr weiter weiß. Völlige Hilflosigkeit und lebensbedrohlich. Dann kann man sagen, das ist jetzt eine schwierige Geschichte. Und dann gerät sozusagen der Verarbeitungsapparat angesichts dieser völlig unvorstellbar schwierigen Situation, gerät der Verarbeitungsapparat, der normale, den wir nutzen im Hirn, durcheinander. Ja, da fließt was normalerweise durch den Hippocampus und dann wird es in den Thalamus gespeichert, dann wird es in die einzelnen Regionen abgespeichert. Man könnte sagen, es gibt so ein Ordnungssystem, wie Wahrnehmungen so verarbeitet werden, dass die dann an die richtige Stelle im Hirn kommen und dass ein Gesamteindruck entsteht über das, was man da gerade erlebt hat. Und in so einer traumatischen Situation, die man erlebt, in Vergewaltigung, jetzt im Augenblick, das können wir uns ja gar nicht vorstellen, wie viele Menschen gegenwärtig in diesen Kriegen traumatisiert werden, die wir da täglich im Fernsehen vorgeführt bekommen. Und wenn so eine Situation eintritt, dann wird das nicht sauber abgespeichert, sondern dann wird das fragmentiert. Das ist das, was die Wissenschaftler aus New York da vom Sinai Institute festgestellt haben. Und das heißt, dann werden Bruchstücke, einzelne Teilwahrnehmungen und Teilassoziationen, auch einzelne Gefühlsbereiche und emotionale Bereiche, die aktiviert werden, die werden mehr oder weniger zusammenhangslos gleichzeitig aktiviert und die sind dann auch miteinander nicht in Verbindung. Das ist so, als ob da plötzlich die Dinge, die eigentlich zusammengehören, vollkommen auseinander sind und dann liegen die in den verschiedenen Bereichen und da bleiben sie als traumatische Wahrnehmungsschnipsel sozusagen liegen und dann passiert das Verrückte, wenn du dann in eine Situation kommst, wo es wieder so ähnlich riecht wie damals. Oder wo du wieder ähnlich jemanden rufen hörst wie damals. Oder wenn es irgendwie so ähnlich aussieht wie damals. Dann wird das gesamte damals erlebte Geschehen auf einmal wieder wachgerufen. Das nennt man Retraumatisierung und Flashback. Also du hast den Flashback und kommst wieder in dieselbe Situation und dann erzeugt das Hirn das gleiche Bild wie damals. Und wenn das häufiger passiert, dann ist das natürlich jedes Mal eine zusätzliche Traumatisierung, die man zu der ersten schon erlebt hat. Und das ist der Grund, weshalb dann schwer traumatisierte Menschen versuchen, alles zu vermeiden, was das wachrufen könnte. Dass sie bloß nicht so ein Flashback kriegen. Und da gibt es dann eine ganze Menge von Vermeidungsstrategien, die die Menschen finden. Die müssen sie auch finden, sonst würden sie an diesem Stress dann sterben. Und deshalb kann man es dann verdrängen, man kann abspalten, man kann sich selbst depersonalisieren und dissoziieren. Und da haben wir dann ein ganzes Spektrum von in der Psychiatrie als Störungsbild bezeichneten Lösungen, die das Hirn dann gefunden hat, um damit zurechtzugehen. Und die fasst man alle zusammen als posttraumatische Stresserkrankung, PTSD. Ja, das klingt aber, wenn ich du hast eben von Kriegen gesprochen, die heute so viele Menschen traumatisieren. Erlaube mir, einen kriegerischen Begriff aufzugreifen sozusagen. Das klingt danach, als wenn eine traumatische Erfahrung tatsächlich das Gelände unseres Gehirns sozusagen vermint.
derjenige, der betroffen ist, der weiß nicht, wo die Minen liegen und tritt in völlig unerwarteten Ecken immer wieder auf neue Minen und landet wieder im selben Trauma sozusagen. Ja, und er lernt dabei die Minen der Reihe nach auch kennen, aber es sind dann, wenn das so fragmentiert ist, wirklich ziemlich viele, die da an verschiedenen Stellen liegen, und deshalb kann er immer wieder in eine reintappen und immer wieder kommt das Ganze auf einmal raus. Und deshalb muss diesen Menschen auch unbedingt geholfen werden. Es hat nebenbei gesagt aus meiner Sicht keine psychotherapeutische Disziplin derartig wunderbare Fortschritte gemacht bei der Behandlung von bestimmten Erkrankungen als diese Disziplin, die sich als Traumatherapie bezeichnet. Wie verändert denn diese Erkenntnis, dass das wie so ein vermintes Gelände ist, wie verändert das denn die Therapie, den Zugang zu tatsächlichen Lösungen, die nicht nur aus Verdrängung bestehen? Ja, früher hat man ja sozusagen naiv, wie man war, hat man versucht, mit dem Patienten zu reden über das Trauma. Gesprächstherapie oder sowas wie bei Freud auf der Couch. Das führt ja zwangsläufig dazu, dass das wieder alles hochkommt. Fängt er an einer Stelle an, da ist das ganze Geschehen wieder da und dann hat man es schlimmer gemacht als vorher. Ähnlich so verhaltenstherapeutische Ansätze, wo man dann eine bestimmte Situation erzeugt, wo der sich irgendwie verhalten soll, wie man ihm das sagt, und dabei kommt dann der ganze Kram wieder raus. Selbst bei Körpertherapeuten habe ich das gehört, dass die, wenn die den Klienten in eine bestimmte Körperposition bringen, also beispielsweise eine Frau auf den Rücken mit den Beinen nach oben, kriegt die plötzlich den Flashback und landet in ihrer Traumatisierung. Also das ist wirklich heftig gewesen. Und dann hat man gelernt, dass man es so nicht machen darf. Und dann hat man gemerkt, man kann aber auch das nicht wieder zusammenfügen, das Fragmentierte, wenn es nicht ein bisschen aktiviert ist. Also wenn es da gerade alles schläft und still ist, dann kriegt man es auch nicht verändert. Und deshalb sind diese Traumatherapien alle sehr tricky und es ist fast eine Kunst, aber die beherrschen manche Leute wirklich extrem gut und das bewundere ich auch. Die führen den Patienten immer wieder so nah an das Trauma heran, sodass der bis kurz vor der Situation ist, und wenn sie dann merken, jetzt wird er unruhig und jetzt kommt es zu dieser Aktivierung und gleich kommt es zum Ausbruch, dann halten sie das an und führen es wieder zurück. Da gibt es verschiedene schöne Verfahren, die einem dann, manche kommen einem komisch vor. Eins ist, liebe ich besonders, da wird der Patient gebeten, diese ganze Situation zu schildern auf einer imaginären Leinwand. Da sitzt der Therapeut, der Klient, und dann beschreibt er, aha, hier ist also der Zug gekommen und sie standen an der Schranke und dann merkt, oh, jetzt wird es schon wieder heiß und der fängt schon an zu zittern und kriegt Schweißausbruch. Und dann sagt er, und was haben Sie denn vorher gemacht? Waren Sie vorher noch mal auf dem Klo oder haben Sie vorher sich die Schuhe geputzt und als Sie noch zu Hause waren? Und dann holt er den aus dieser Situation, aus dem Bild raus, fängt noch mal von vorne an und kommt wieder bis zu der Stelle, aber diesmal schon 3 Schritte weiter. Und immer wenn es schwierig wird, holt er ihn wieder raus. Und am Ende ist der Patient in der Lage, die gesamte traumatische Situation durchzugehen und zu erzählen. So, und wenn du ein Trauma hast, was du erzählen kannst, ist genau das passiert, was die da in der Studie festgestellt haben, dann ist die Fragmentierung aufgehoben und du hast es wieder alles miteinander verbunden. Und dann ist das eine gelungene Therapie. Das heißt aber auch, diese Erkenntnis führt eigentlich doch sehr deutlich vor Augen, wie individuell unterschiedlich auch solche Traumatisierungen sind. Was den einen traumatisiert, muss den anderen nicht traumatisieren. Zwei Leute, die dasselbe erleben, können auf unterschiedliche Art traumatisiert werden. Verstehe ich das richtig? Und das macht die Therapie auch kompliziert. Das verstehst du vollkommen richtig. Das macht auch die Standardisierung so schwierig und auch die Einschätzung muss ja dann immer objektive Kriterien haben, was nun eigentlich ein Trauma ist. Also, und ich sage manchmal, das kann sein, dass eine ältere Frau, die schon seit Jahren niemanden weiters mehr hat als ihren Kanarienvogel, mit dem sie auch tagtäglich redet, für die ist das ein ganz furchtbares Ereignis, wenn der Kanarienvogel stirbt. Für jemand anders ist es gar nichts. Das heißt, es hängt von der Situation ab und es hängt auch von den eigenen Ressourcen ab. Es ist im Grunde genommen wie mit der Angstbewältigung. Man kann
manche Leute haben vor diesem Angst, manche haben vor was anderem Angst. Und dann gibt es Menschen, die haben ein ziemlich dickes Fundament, auf dem sie stehen, also gute Ressourcen, mit denen sie die Situation bewältigen können. Und manche stehen auf ganz dünnem Eis und wenn dann noch irgendwas passiert, brechen sie ein. Das darf aber nicht dazu führen, dass man die jetzt bewertet, als sie seien doch selbst dran schuld und es sei doch nichts passiert, das sei doch keine richtige Vergewaltigung gewesen. Und so, nee, das, wenn die betreffende Person es so erlebt hat und es dann zu solchen Folgen geführt hat, dass sie diese ganzen fragmentierten Erfahrungen oder Wahrnehmungsbereiche da im Hirn hat, dann ist es eben passiert, obwohl es jemand anders vielleicht ganz anders weggesteckt hätte. Nun ist es ja eine wunderbare Sache, Gerald, dass wir heute da offen drüber reden können. Trauma ist kein Stigma mehr. Man kann da heute drüber reden. Andererseits besteht natürlich die Gefahr, dass so ein Begriff auch inflationär benutzt wird. Das bezeichnen heute viele Leute viele Dinge als Traumatisierung, die vielleicht gar nicht unbedingt eine ist. Birgt das nicht auch eine Gefahr, dass wir im Grunde dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf dieses Problem lenken, dann auch anfangen, sehr unsensibel eigentlich damit umzugehen? Das ist sicherlich richtig. Das passiert uns aber auch in allen anderen Bereichen auch. Und da hat man schon dadurch, dass man es so mit einem Begriff aus dem wirklich Schrecklichen belegt, was und damit etwas, was noch fast im Bereich des Normalen liegt, kriegt auf einmal so eine furchtbare Bezeichnung. Freiheitsberaubung oder so, obwohl das doch nichts weiter war als eine kleine Maßnahme. Dann wird das sozusagen emotional aufgeblasen. Das passiert uns in allen Bereichen und das ist sicherlich auch in der Bevölkerung passiert, weil immer mehr Menschen dann der Meinung sind, sie seien schwer traumatisiert. Kann man sich dadurch tatsächlich traumatisieren? Man kann sich nicht selber traumatisieren, aber man kann durch Erfahrungen durchgehen, die so lebensbedrohlich sind. Und was lebensbedrohlich ist, entscheidet jede Person selbst. Das ist nicht in der, da gibt's nichts Objektives. Ich kann was als lebensbedrohlich für mich selbst interpretieren, was für jemand anders völlig lächerlich aussieht. Und deshalb ist es eben so, dass das sehr individuell ist und wir natürlich aber doch auch aufpassen müssen, dass wir nicht alles, was im Leben passiert, nun gleich als Trauma bezeichnen. Oder schöner noch wäre es, wenn wir uns gegenseitig helfen, so viele Ressourcen in der Bewältigung von schwierigen Situationen herauszubilden, dass uns das nicht dauernd passiert, dass etwas, was eigentlich noch gut hätte bewältigt werden können von diesen Personen in Ermangelung entsprechender Kompetenzen und Fähigkeiten dann einfach gar nicht bewältigt werden kann. Und da ist so ein Beitrag, der dann zeigt, das Gehirn verarbeitet traumatische Erinnerungen ganz anders. Der ist dann schon wichtig, weil man dann ein bisschen auch auf die Spur geführt wird, ob denn so eine posttraumatische Stressverarbeitung stattgefunden hat und ob dann wirklich solche Fragmentierungen stattgefunden haben. Und da kann man dann schon ein bisschen anhand der Art und Weise und der Folgen, die so etwas hat, abschätzen, ob das jetzt eine Traumatisierung war oder doch nur eine Art von seelischer Verletzung, die man dann auch als Trauma bezeichnet, weil das im Augenblick so üblich ist, jede seelische Verletzung als Trauma zu bezeichnen. Was mich unheimlich gefreut hat an dieser Meldung war, dass sie de facto keine richtige Headline hatte. Journalistisch kann man darüber denken, was man will, aber es ist eben nicht emotional aufgeladen worden. Es ist daraus nicht wieder ein neues Verständnis von Traumatisierung gemacht worden, sondern es ist eine wichtige Einsicht, die genauso kommuniziert worden sind. Mir scheint das ein Musterbeispiel für sehr gute Wissenschaftskommunikation zu sein, dass man ohne Bewertung solche Fakten darstellt und ohne, dass da gleich eine Wunderwaffe oder eine schreckliche Bedrohung draus wird. Deshalb hatte ich das auch mit rausgesucht. Das ist wirklich, es ist eine Meldung, wie das Gehirn traumatische Erinnerungen verarbeitet. Da wird keine Sensation draus gemacht, da wird nichts aufgeblasen, da wird keine Betroffenheit erzeugt und auch keine Aufregung, sondern sachlich wird berichtet. So, wir halten uns an die Tatsachen. Und so hätten wir das gerne. So hätten wir das gerne. Gerald, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wieder mal sehr erhellend.
Ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Ich danke dir und grüße alle, die jetzt noch dabei sind und das nächste Mal vielleicht wieder mit dabei sind. Tschüss.